Heute habe ich eine Top-Dividendenaktie für dich mit dabei. Bei uns ist sie bereits im 450 € Dividendendepot drinnen und tatsächlich kann man das Unternehmen jetzt endlich besparen. Das heißt, ab dem 1.7. wird dieses Unternehmen bespart. Warum wird es bespart? Also vorweg, die Dividendenausschüttung liegt aktuell bei 40%. Das ist attraktiv bewertet. Die Dividendensteigerung insgesamt 21 Jahre, die letzten 5 Jahre durchschnittlich bei 10%. Und ich gehe davon aus, dass diese gesteigert wird. Aktuell werden auch wirklich extrem viel Aktien zurückgekauft. Aber long story short, wir schauen jetzt gemeinsam am PC ran. Davor gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, gerne auch einen Abo-Button drücken. Ihr habt das Unternehmen Lockheed Martin mit dabei. Und jetzt bitte nicht wegklicken. Ich verstehe das absolut, wenn du sagst, ich kann nicht in Rüstungsindustrie generell investieren. Verstehe ich. Schauen wir aber trotzdem gemeinsam die Kennzahlen an. Und zwar vorweg, wie verdient Lockheed Martin eigentlich ihr Geld, und zwar mit ein bisschen über 40% vom Umsatz fallen auf Verkauf von Luftfahrtsysteme zurück. Insgesamt knapp 25% vom Umsatz fallen auf elektronische und taktische U-Boot-Systeme zurück. Der Vertrieb von Luft- und Raumfahrtsystemen machen 18% aus, bisschen über 17% der Vertrieb von Verteidigungssystemen, und tatsächlich in Anführungsstrichen, und nimmt es mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage, es ist ein krisensicheres Unternehmen und leider sehr stark von Amerika abhängig. Insgesamt macht Amerika fast 75% vom Umsatz aus. Das ist ein gewisses Risiko, aber wir wissen ja alle, die USA, die haben ja wirklich ein großes Budget zur Verfügung für solche Investitionen tatsächlich in die Verteidigung. Ja, knapp 10% Europa mit 7,9% ist noch eben Asien mit dabei, und die anderen, würde ich sagen, sind irrelevant. Jetzt schauen wir uns die ganzen Kennzahlen etwas genauer an. Ja, 2009 waren es hier zum Beispiel noch 389 Millionen Aktien. Im Jahr 2017 schauen wir rein, da waren es 290 Millionen. Und in den letzten Jahr 2017 auf 2020 ist es dann zurückgegangen bis auf 281,2 Millionen Aktien. Ich persönlich gehe davon aus, in den nächsten Jahren werden wir ungefähr jährlich 0,5 bis 1% Aktien zurückgekauft bekommen von Lockheed Martin, und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was mir natürlich auch gut gefällt, ist die Ausschüttungsquote. Die liegt aktuell so bei ca. 40% und könnte sich dort eventuell etwas verharren. Hinzu kommt natürlich die Dividendensteigerung, die letzten 5 Jahre durchschnittlich 10%. Hier 2014 gab es eine Sonderdividende tatsächlich, und rundum hier eine schöne Aufwärtskurve, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, aktuell die Dividendenrendite liegt bei 2,79%. Und hier sieht man einfach aufgrund von dem Aktienkurs, wie sich die Dividende eigentlich verhalten hat. Bei uns läuft es ganz gemütlich bei Herr Sprabler, bei Scalable Capital. Wenn du da noch kein Depot hast, unten gerne mal reinschauen. Da gibt es auch aktuell ein fettes Gewinnspiel, und das findest du auch dann dort. Jetzt müssen wir natürlich uns noch KGV, KBV, Nettoverschuldung und so weiter anschauen. Also, das KGV aktuell für dieses Jahr bei 14,2 und soll bis ins Jahr 2023 auf 13,1 zurückgehen. Schauen wir aber mal in die Jahre zuvor rein. 2018, 2019 lag es durchschnittlich bei 14,9 bzw. 17,7. Also, aktuell finde ich es relativ attraktiv bewertet. Meint das KBV kann man jetzt gar nicht so ernst nehmen. Also ist sehr hoch auf jeden Fall. Ich denke mal, für einen Warren Buffett wäre es jetzt aktuell nichts. Aber hier sieht man auch was, was mir persönlich sehr gut gefällt. Beziehungsweise ja, das Unternehmen kann die Umsätze nicht mehr so krass steigern wie die Jahre zuvor. Aber dennoch, von Jahr 2020, das Krisenjahr, bis ins Jahr 2021 soll der Umsatz um knapp 3 Milliarden gesteigert werden. Das Jahr drauf 2,5 Milliarden und dann nochmal knapp 2,5 Milliarden. Schauen wir aber die Jahre zuvor rein, 2018 auf 19 waren es halt 6 Milliarden und dann 2019 und 2020 auch nochmal 6 Milliarden. Also der Umsatz wird nicht mehr so krass gesteigert, stört mich jetzt aber nicht, weil hier, das gefällt mir nämlich sehr gut, hier haben wir die Nettomarge, und die bleibt gleich auf 10,9, 10,7%, und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen auch der Gewinn pro Aktie, der wird langsam gesteigert, aber die Dividendensteigerung theoretisch, das sind natürlich nur Schätzungen, liegen aktuell so bei ca. 10%, 9 bis 10%, gefällt mir natürlich als Dividendeninvestor sehr, sehr gut. Was mir jetzt auch noch sehr gut gefällt,
ist die Verschuldung. Die ist quasi fast nicht vorhanden. Also es kann sein, dass Lockheed Martin eventuell in den nächsten Jahren Richtung Übernahme geht. Wäre natürlich auch sehr, sehr spannend, ob sich da irgendwie eine kleine Sparte ergibt. Sonst muss ich halt einfach klar sagen, geiles Unternehmen. Ausrichtung von dem Unternehmen, was sie machen, sei jetzt mal dahingestellt. Also ich verstehe, wie gesagt, eure Meinung, wenn sie sagt, so geht gar nicht. Für mich in unserem 450-Euro-Dividendendepot wird es wohl über die Jahre hinweg die drittgrößte Position bleiben. Ich finde es mega spannend. Und wie gesagt, wenn du noch kein Capital-Depot hast, schau gern unten mal rein. Hier aktuell kann man 100.000 Euro gewinnen. Ich denke, das wäre doch mal ein geiler Start dort.